Wie viele sind noch da? So, wir haben 70 Mitarbeiter, ehrenamtlich alles, ehrenamtlich, die also die ganze Arbeit besorgen, haben etwa 20 Fahrer und etwa 50 eben Mitarbeiter, die Ware sortieren. Das heißt, die Ware muss erstmal geholt werden aus den Supermärkten, muss sortiert werden, das Schlechte weggeschmissen werden und die guten Sachen werden neu verpackt und ausgegeben. Das heißt, bei uns bei der Tafel gibt es eigentlich eine bessere Qualität wie in jedem Supermarkt. Bei uns passiert es nicht, dass Ware rausgeht, die verschimmelt ist oder welk ist oder schlecht ist. Das ist alles kontrolliert. Das ist das Gute. Ja? Was viele nicht wissen, dass wir praktisch die Ware vor dem Verderb retten. Also alles, was die Supermärkte aussortieren, was weggeschmissen wird eigentlich, das verwerten wir. Kaufen keine neuen Waren, sondern verwerten nur das Alte, was normalerweise entsorgt wird. Und den Rest, was eben nicht verwertet werden kann, kriegt zum Beispiel der Tiergarten. Und wenn wir Brot übrig haben, kriegt es ein Bauer zur Verfütterung von den Schweinen. Es wird alles verwertet, wird nichts weggeschmissen. Das ist das Gute bei der Tafel.